Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem zwischenzeitlich weihnachtlichen Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian, in der es heute um die Frage von Anna aus Würzburg geht. Die Anna hat im Fernsehen gesehen, dass wir Regierungsfraktionen von Freien Wählern und CSU hier im Bayerischen Landtag eine neue Therapiestrategie im Kampf gegen das Coronavirus auf den Weg gebracht haben. Und jetzt will die Anna von mir wissen, was wir uns dabei gedacht haben, worum es uns dabei geht. Liebe Anna, vielen Dank für die Frage. Das erkläre ich natürlich gerne. Worum geht es uns? Uns geht es darum, die erfolgreiche Corona-Strategie unserer Bayern-Koalition um eine vierte Säule zu ergänzen. Bislang enthält unser Instrumentenkasten bei der Eindämmung von Covid-19 ja dem Grunde nach drei Elemente. Da steht auf der einen Seite die Teststrategie, unser Frühwarnsystem, unser Sensorium, um jeden Tag über das aktuelle Infektionsgeschehen informiert zu sein und Trends abschätzen und beurteilen zu können. Und daneben steht einerseits alles, was mit Prävention zu tun hat, unsere Corona-Regeln und in Zukunft hoffentlich die Impfung. Zwei quantitative Ansätze, immer mit der Idee verbunden zu verhindern, dass gesunde Menschen, dass Menschen, die nicht mit Corona infiziert sind, gesund bleiben, nicht Trägerinnen und Träger von Covid-19 werden. Was wir diesen drei Säulen anheimstellen wollen mit unserer Therapiestrategie, ist nun eine vierte Säule, die einem qualitativen Ansatz folgt, mit dem Ziel, Menschen, die bereits an Covid-19 erkrankt sind, bestmöglich behandeln zu können. Wir halten also mit anderen Worten gesprochen Ausschau. Wir zünden einen Forschungsturbo für Medikamente, für Therapeutika, für Behandlungsmöglichkeiten gegen Corona. Immer mit dem Ziel, die Hospitalisierungsquote so niedrig als möglich zu halten, dafür zu sorgen, dass so wenige Menschen wie möglich ins Krankenhaus müssen, wenn sie sich mit Corona infiziert haben. Und insbesondere natürlich mit dem Ziel, tödliche Verläufe, besonders schwere Verläufe von Corona zu verhindern. Wir sind als Regierungsfraktionen von Freien Wählern und CSU fest davon überzeugt, dass auch das eine Schraube ist, an der es sich zu drehen lohnt. Wir tun es jetzt mit 50 Millionen Euro im Sinne eines Incentives, im Sinne eines Forschungsturbos, weil wir glauben, dass wir auch darüber Kontrolle über Corona gewinnen können, dass wir auch darüber all die Einschränkungen, die derzeit nötig sind, zurückfahren können, dass wir auch damit diese Pandemie offensiv und proaktiv in die Schranken weisen können. Ich halte es aus mindestens drei Gründen für außerordentlich sinnvoll. Zum einen deshalb, weil Corona uns noch lange beschäftigen wird. Da gibt es im Moment ja so eine etwas schiefe öffentliche Wahrnehmung. Der ein oder andere scheint zu glauben, dass jetzt dann ein Impfstoff kommt und dass am Folgetag des Impfstoffs Corona aus der Welt wäre. Es wird leider nicht der Fall sein. Wir werden leider auch nächstes Jahr noch viele und schwere Infektionen, auch schwere Verläufe von Infektionen mit Covid-19 sehen. Und deshalb ist es mehr als lohnenswert, auch zu investieren, auch aufs Gas zu treten bei der Forschung zu Medikamenten, um den Menschen, die sich infiziert haben, bestmöglich helfen zu können. Zum Zweiten glauben wir, dass wir damit ein bisschen in einen bislang noch bestehenden blinden Fleck auch der bundespolitischen Strategie gegen Corona aus Bayern heraus hineinstoßen. Dort ist sehr viel gemacht worden auf der Bundesebene im Bereich der Teststrategie, auch im Bereich des Impfens. Aber es ist noch Luft nach oben unserer bayerischen Einschätzung nach bei der Beforschung von Therapiemöglichkeiten. Und deshalb diese bayerische Therapieoffensive, die bayerische Therapiestrategie mit der Idee, damit auch etwas auszulösen über Bayern hinaus im Bund. Eine konzertierte Bemühung auf der Suche nach bestmöglichen Therapiemöglichkeiten. Der dritte Punkt, warum das wichtig ist und warum wir das auch gerade in Bayern machen, der besteht darin, dass wir in Bayern uns damit nicht im luftleeren Raum bewegen, kein Wolkenkuckucksheim bauen, ganz im Gegenteil. Wir sind schon heute, und wir waren schon vor Corona in Bayern, führend im Bereich der Biotechnologieforschung und im Bereich der Medizinforschung. Wir genießen da internationales Renommee und wir sehen uns deshalb als Bayern auch in der Pflicht, jetzt in dieser Ausnahmesituation während der Corona-Pandemie da unseren Beitrag zu leisten, eine überregionale Bemühung für bessere Behandlungsmöglichkeiten aus Bayern heraus anzustoßen, was wir mit 50 Millionen tun. Das ist tatsächlich, liebe Anna, eine ganz besondere Initiative aus mindestens zwei weiteren Gründen über das Gesagte hinaus, die ich noch kurz ansprechen möchte. Zum einen deshalb, weil diese Initiative aus der Mitte des Parlaments, aus dem Bayerischen Landtag kommt. Es ist in den letzten Wochen ja viel über Parlamentsbeteiligung während der Pandemie und darüber diskutiert worden, ob die Stunde der Exekutive zu laut schlagen würde, ob die Parlamente außen vor wären bei der Corona-Strategie.
Und teilweise waren das auch wirklich formaljuristische Debatten. Ich meine, dass wir Regierungsfraktionen mit dieser Therapiestrategie jetzt eindrucksvoll unter Beweis stellen, wie es auch anders geht. Eben nicht nur juristische Kolloquien über Parlamentsbeteiligung führen, sondern ganz im Gegenteil, die Corona-Strategie Bayerns aus der Mitte des Parlaments heraus auch proaktiv prägen und gestalten. Das, glaube ich, Parlamentarismus at its best. Das ist genau, wie es sein muss im Zusammenwirken zwischen der Staatsregierung auf der einen Seite und uns hier im Bayerischen Land auf der anderen Seite. Und zum Zweiten ist es eine interfraktionelle Initiative, eine Initiative beider Regierungsfraktionen. Auch da ist ja viel geschrieben worden über mögliche unterschiedliche Sichtweisen, sei es bei der Teststrategie oder anderswo. Ich glaube, diese Initiative zeigt auch noch eindrucksvoll, was mein Gefühl ist, nämlich dass diese Bayern-Koalition, die bürgerliche Koalition aus Freien Wählern und CSU, wunderbar harmoniert und erfolgreich und effizient zusammenarbeitet. Denn es waren nicht nur zwei Fraktionen beteiligt, es waren auch alle Ressorts innerhalb der Fraktionen tangiert. Die Gesundheitspolitiker haben mitgewirkt, die Wirtschaftspolitiker haben mitgewirkt, die Wissenschaftspolitiker haben mitgewirkt. Wir hatten gewaltigen Rückenwind von unserer Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert war federführend auf Seiten der Freien Wähler. Also wirklich ein Erfolgsprojekt beider Regierungsfraktionen, diese bayerische Therapiestrategie. Ich meine, und ich hoffe, dass man darauf schon im parlamentarischen Sinne stolz sein kann im Moment. Vor allen Dingen, liebe Anna, hoffe ich aber natürlich, dass daraus etwas wird. Ja, dass am Ende des Tages, es klingt ein bisschen pathetisch, aber um nichts anderes geht es in diesen Tagen, aufgrund dieser Offensive, die wir da angestoßen haben, nichts anderes geschieht, als dass Menschenleben gerettet werden können, hier bei uns in Bayern und hoffentlich auch weit darüber hinaus. Das zur Teststrategie. Wie gesagt, 50 Millionen gibt es jetzt für die Forschung an Behandlungsmöglichkeiten für Covid-19. Und das wird die vierte Säule neben dem Testen, der Prävention und dem Impfen unserer Corona-Strategie als Bayern-Koalition aus Freien Wählern und CSU. Wenn auch ihr eine Frage habt, genau wie die Anna, dann postet sie wie immer unten in den Kommentaren. Und dann geht es nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn es wieder heißt Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.